Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online. Ich stehe hier vom Diamond Casino und zeige euch gleich das neue Fahrzeug vom Podium, denn wir befinden uns hier in der neuen Eventwoche. Viel Spaß dabei! Der Winky ist das neue Podiumsfahrzeug, ist so ein Geländejeep, ja, ist. Man kann ein paar Sachen tunen, ist recht cool eigentlich. Kam ja mit einem Cayo Perico Heist raus und naja gut. Ich meine mal so, ich habe ihn zwar schon, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ich habe ihn gekauft mal. Oder habe ich ihn? Ja, ich habe ihn gekauft. Ich habe auch dazu ein Video auf meinem Kanal, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, ist jetzt nicht so, dass ich das Auto lohnen würde. Ist halt nur so eine optische Sache. Wem es optisch gefällt, kann man es schon mal kaufen. Wir probieren es auf jeden Fall am Glücksrad mal zu gewinnen. Denn wenn ich das Auto jetzt gewinnen würde, würde ich meinen anderen verkaufen und habe damit dann quasi Geld gemacht. Wo ist das Auto? Das Auto ist da unten. Das Auto bekommen wir nicht. Wir bekommen einmal Mystery. Du hast einen Geheimpreis gewonnen. Okay, cool. Geheimpreis freigeschaltet. 5000 RP. Wow, krass. Wenn wir auf Online-Jobs Jobs spielen von Rockstar erstellt und dann gehen wir auf Gegnermodus und nicht falsch umspringen auf Gegnermodus, dann würde ich euch raten, daher es so viel gibt, drückt lieber nach oben und scrollt dann nach oben, dann seid ihr ein bisschen schneller da, denn da gibt es mal 3 und mal 3 RP auf Motor War. Na gut, es gibt einfach schon so viele Gegnermodi, das ist echt krass, ist auch die einzige Geldmethode, wo man halt ja, mehr Geld bekommt als normalerweise, sage ich mal. Man muss trotzdem schon ganz schön weit scrollen, man ist dennoch aber wirklich schneller, wenn man ja, nach oben scrollt, als wie nach unten. Ne? Auf jeden Fall hier auf diese ja, Motor War 1 bis irgendwas gibt es mal 3 RP und 3 Dollar. Und sonst gibt es auf gar nichts mehr Geld. Ist schon ein bisschen, ja, auf irgendwelche Missionen, glaube ich, gibt es noch ein bisschen mehr Geld. Aber ja, ist mal eigentlich irrelevant, würde ich sagen. Ist eine sehr nüchterne Eventwoche und wir kommen jetzt gleich mal zum aktuellen Zeitrennen. Lake Wynwood Estate mit einer Zeitvorgabe von 1 Minute 26 ist das aktuelle Zeitrennen. Wo sich das Ganze befindet, zeige ich euch auf der Karte einmal. Es befindet sich hier oberhalb von Los Santos, ja, bei diesem Wasser hier. Und ist, ja, sag ich mal so, ist relativ schwer mit einer ungetunten Barty. Und ich zeige euch jetzt auch mal im Internet, wo man diese Barty kaufen kann. Denn ich habe es in den Kommentaren gelesen, dass jemand gefragt hat, wo kann man sich denn die Barty kaufen. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ihr geht hier auf Reise und Transport, geht ganz runter auf San Andreas und gibt dann hier beim Filter, scrollt ihr runter und gibt Motorräder ein. Dann habt ihr alle Motorräder hier und jetzt, wenn ihr runter scrollt, kommt hier die Barty 801 und hier die Barty 801 RR. Ist absolut kein Unterschied von der Leistung, das ist eine reine optische Sache, denn die Barty, ja, Barty 801, da kann man verschiedene Farben wählen. Man kann natürlich dann in der Tuningswerkstatt kann man sämtliche Farbe draufhauen, was man halt möchte, wie man es halt beim Auto gewöhnt ist. Ne? Da ja, gibt es eigentlich ja fast jede Farbe, sage ich mal. Und wenn wir uns jetzt aber die, jetzt gehe ich nochmal kurz zurück hier, Motorräder, wenn man sich die 8 die 801 RR Version anschauen. Wie gesagt, von der Leistung kommt er gleich, gibt es 4 verschiedene Lackierungen und sonst eben nichts. Also die Lackierung und die und dann noch diese Lackierung. Also wie gesagt, ist eine reine optische Sache. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wo man die Barty 801 bzw. Barty 801 RR für 15.000 Dollar kaufen könnt. Ja? Und ich habe das Zeitrennen auch mit dieser Barty ungetunt gemacht und auch ja, halt geschafft. Und habe da so eine, ja, eine ziemlich große Abkürzung eigentlich rausbekommen. Ist jetzt eigentlich kein Hexenwerk gewesen, sage ich mal. Aber ich habe es auf jeden Fall für euch abgefilmt. Kommt morgen am Freitag um 10 Uhr online das Video. Und einen kleinen Vorgeschmack gibt es jetzt schon mal vorweg für euch. Da kann man ein bisschen abkürzen. Hier übrigens das schwarze Auto, was hier gerade gekommen ist. Hier kommt immer ein Auto an der Stelle. Also auf jeden Fall hier fahren wir jetzt runter bei dem Strommasten. Und halten uns bei diesem Tannenbaum. Ja, genau. Eben rechts vom Tannenbaum und jetzt gebe ich wieder Gas. Also ich habe es ein bisschen rollen lassen. Baustelle 2 ist das aktuelle RC Bandito Zeitrennen. Befindet sich hier mitten in Los Santos und hat eine Zeitfolge von 1 Minute 12. Ist relativ, ja, sag ich mal, schon
ganz schön knackig, die Zeit. Wenn man es aber öfter spielt, sag ich mal, jetzt 10 Runden spielt und sich halt wirklich langsam rantastet, Runde für Runde ein bisschen schneller, also wirklich mal langsam anfängt, dass man es auch ja fehlerfrei schafft, das Ganze, und dann immer ein bisschen das Tempo anzieht, dann kommt man da auch teilweise mit, ja, sag ich mal, mit 6, 7 Sekunden Restzeit, kommt man dann auch noch ins Ziel. So ist es nicht. Aber ich sag mal, auf Anhieb First Try die ganze Sache zu schaffen, ist hier echt schwer, weil es eben so sehr verwinkelt ist. Auf jeden Fall, wie ich das Ganze geschafft habe, zeige ich euch, und das kommt am Samstag um 10 Uhr raus. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es jetzt, aber schon mal vorweg für euch. Bitteschön. 3, 2, 1 und ready to go. Ja, also wie gesagt, man muss da einfach ein bisschen, ja, sich reinfuchsen in das Rennen. Schaut es nicht mal so schlecht aus, wie ich hier unterwegs bin. Muss mich aber dennoch ein bisschen konzentrieren. Gerade hier runter fahre ich immer lieber ein bisschen langsamer, dass ich in der Schräge noch lande. Bevor wir uns das Premium-Rennen anschauen, möchte ich euch aber noch kurz was zeigen. Und zwar, dass es, naja, gut, was soll ich euch zeigen? Ich wollte euch jetzt eigentlich sagen, dass ich euch jetzt hier noch was zeige bei Legendary Motorsport. Irgendeine coole, ja, einen coolen Rabatt oder so. Aber ich kann euch nur sagen, es gibt keinen Rabatt. Also, außer, nee, der ist noch von letzte Woche, meine ich mal. Der zählt nicht, der war letzte Woche drin. Der wurde nur noch nicht rausgenommen. Und sonst gibt es einfach nichts, ja. Also, ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal zum Premium-Rennen. Premium-Rennen befindet sich hier, wo es sich halt immer befindet, und heißt Macht 2 Kreuze. Ist eigentlich ein recht cooles Rennen. Wir müssen erst mal gucken, für welches Auto es ist. Ah, für Klassiker, okay. Ja, weil es war ja schon mal vor 2 Monaten oder so, war es auch mein Klassiker. Was ich dann noch mysteriöserweise irgendwie gewonnen habe, was ganz komisch war, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, ja, mal wieder eine Lobby zu finden. Eine Vorschau gibt es hier jetzt natürlich nicht, aber seid ihr jetzt ja auch schon auf meinem Kanal gewohnt, dass es beim Premium-Rennen keine Vorschau mehr gibt. Und somit würde ich sagen, ja, war es das eigentlich von der Eventwoche schon. Ist jetzt leider nicht so eine gute Eventwoche. Mal schauen, vielleicht ist nächste Woche wieder eine bessere, ja, Eventwoche am Start. Wenn es euch dennoch gefallen hat, mein kleines Video, wo ich, ja, die Eventwoche dennoch ein bisschen herzeige, gebt mir doch gerne mal einen Daumen nach oben, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und über nette Kommentare freue ich mich sowieso und beantworte ich auch immer gern. Ja, und ich würde sagen, haut rein, euer Dutzi und ciao.